Wenn du einen Businessplan schreiben musst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du ihn machen musst. Es ist also häufig eine unliebsame Aufgabe. Und dann kommt noch hinzu, dass du häufig nicht zwei Chancen hast, sondern beim ersten Wurf muss die Sache auch sitzen, damit die Bank, das Arbeitsamt, der Investor oder der potenzielle Vermieter überzeugt wird. Und deshalb zeige ich dir in diesem Video, wie du nicht nur den schnellsten, sondern auch den sichersten Weg finden kannst, sodass du beim ersten Wurf schon den Leser deines Businessplans überzeugst und eine Bewilligung oder eine Zusage oder einen neuen Geschäftspartner bekommst. Mein Name ist Daniel Schäfer und vor über 20 Jahren habe ich selbst einen Businessplan geschrieben und der wurde bei der Bank abgelehnt. Inzwischen habe ich mit vielen tausend Plänen, die mein Team und ich gemeinsam für unsere Kunden erstellt haben, vieles gelernt. Zum Beispiel haben wir gelernt, dass jeder Adressat seinen eigenen Businessplan, seine eigene Aufmachung, seine eigenen Zahlen und den eigenen Inhalt und auch Struktur braucht. Deine Erfolgswahrscheinlichkeit sinkt massiv, wenn du zum Beispiel einen Businessplan für die Agentur für Arbeit bei der Bank abgibst. Oder wenn der Plan, den du bei der Bank abgibst, beim Jobcenter auch abgibst, um Fördermittel zu bekommen. Oder du den Plan, den du beim Jobcenter abgibst, für Zuschüsse dann einem Investor vorlegst. Alle haben ganz andere Kriterien oder sogar öffentlich zugängliche Richtlinien und danach gilt es auch, dein Konzept, dein Vorhaben auszugestalten. Und in diesem Video werde ich dir zeigen, was tatsächlich der sicherste und auch der schnellste Weg ist, damit dein Konzept überzeugt. Der schnellste Weg ist sicherlich, dass du dir eine Vorlage kostenlos aus dem Internet runterlädst. Vielleicht ein Muster, was so ähnlich ist wie dein Vorhaben. Schnell trägst du nur deinen Namen ein, tausch die Preise aus und vielleicht den Standort und schon hast du einen fertigen Businessplan. Dieser Weg ist vielleicht der schnellste, auch wenn dein Steuerberater oder dein guter Freund oder Freundin dir das empfiehlt. Aber Tatsache ist, dass dieses Muster in der Regel wenig mit deiner Zielgruppe, mit deiner Positionierung, mit deiner Unternehmerpersönlichkeit, mit deinem Kapitalbedarf, mit deinen Fremdmitteln und Eigenkapitalmitteln zu tun hat. Letztendlich wird der Leser schnell herausfinden, dass das nicht dein Geschäftskonzept ist oder wenn dort große Fehler verborgen sind, dann führen sie auch aus diesem Grund bei dir zur Ablehnung. Ein zweiter schnellerer Weg ist, dass du Online-Portale nutzt, wo du schnell und kostenlos deinen Businessplan erstellen lassen kannst. Doch diese haben zwei entscheidende Nachteile. Entweder sind sie eine Sackgasse, das bedeutet, das Dokument, das du zum Schluss bekommst, ist ein nicht weiter bearbeitbares PDF. Und auch die Tabellen kannst du nicht wirklich anpassen und weiterentwickeln. Letztlich haben diese Portale nur das Ziel, deine Kontaktdaten als Lead zu bekommen, um diese dann mit einer gewissen Gewinnmarge weiterzuverkaufen an Steuerberater, Versicherungsberater, Marketingagenturen und andere Unternehmensberater. Der zweite große Nachteil von den meisten Portalen ist, dass sie keine tatsächliche, echte Expertenberatung anbieten. Denn jeder Businessplan mit jedem Standort, jedem Produkt und Leistungsangebot muss individuell sein. Du brauchst zwingend Alleinstellungsmerkmale, um die Fördermittelgeber, Investoren oder die Vermieter zu überzeugen. Und auch für dich brauchst du Abhebungs-, Abgrenzungs-, Alleinstellungsmerkmale von deinen Mitbewerbern, damit du am Markt überhaupt bestehen kannst. Und das ist eine konzeptionelle, strategische, kreative Arbeit. Und da brauchst du Experten an deiner Seite, damit der erste Wurf bei der Bank oder beim Arbeitsamt gelingt. Ein dritter Weg ist das Nutzen von Vorlagen, also von Templates, die du herunterladen kannst und weiter bearbeiten. Der große Nachteil ist hier meistens, dass die Templates entweder nur Textteile beinhalten oder nur Tabellen sind. Aber in der Regel brauchst du beides. Du startest in der Regel mit der Erstellung deines Zahlenteils, deiner Planungsrechnung. Und die muss plausibel sein. Und die wird später implementiert und kommentiert in dem Textteil. Und auch hier ist es wiederum zwingend erforderlich, dass du deinen Leser überzeugst. Denn die meisten Förderprogramme, die meisten Finanzierungsmittel werden nicht mehr direkt von einem Gesprächspartner in einem Zweiergespräch besprochen und bewilligt, sondern du fertigst diese Unterlagen an und irgendeine zweite sekundäre Abteilung, bei der Bank heißt die Marktfolge, beim Jobcenter vielleicht die selbstständige Abteilung, die liest dann dein Konzept durch und bewertet dann deinen schriftlichen Teil. Sicherlich ist es also ein schneller Weg, aber es ist nicht unbedingt der sicherste Weg, dass du deinen Leser auch überzeugst. Das wird nur gelingen, wenn du tatsächlich auch einen Experten an der Hand hast, der dir die rote Linie während der Produktion zieht und zum Schluss finalisierend auch die Unterlagen freigibt, weil er weiß, was die Richtlinien der jeweiligen Förderprogramme oder Banken sind.
Der tatsächlich sicherste, aber auch schnellste Weg ist, wenn du zusammenarbeitest mit einer Businessplanagentur. Denn dort bekommst du alle Muster, die sich schon bewährt haben. Du kriegst dort aber auch die Templates, sprich Vorlagen, die dir Zeit sparen und vor allen Dingen, die von der Struktur her schon ausgerichtet sind auf dein Geschäftsmodell. Das heißt, du vergisst nichts und sparst Zeit. Und der dritte und wichtigste Aspekt ist, dass du einen Experten an deine Seite bekommst, der den roten Faden mit dir gemeinsam legt, der am Anfang das, was schon da ist, sichtet, bewertet und dann mit dir gemeinsam einen Fahrplan entwirft, sodass du deine Fristen auch einhalten kannst. Und zum Schluss gibt er dann deine Unterlagen finalisierend auch frei, so wie die Bank tatsächlich auch meistens als erstes einen Checklistensetzer hat, der nur zunächst überprüft, ob alles vollständig ist. Das Gleiche gilt fürs Arbeitsamt, das Jobcenter oder auch für die Investoren oder die Vermieter. Die fassen in der Regel Unterlagen nur an, wenn alles vollständig vorliegt. Deshalb ist meine Empfehlung, such dir eine Businessplanagentur, die sich spezialisiert hat auf die Erstellung von Businessplänen, aber auch nicht einen Businessplan für alles hat. Kein Kunde wird die Frisur gerne nehmen, die der Friseur so gerne mag, sondern jeder Kunde will individuell behandelt werden. Das Gleiche gilt auch bei der Businessplanerstellung. Egal, ob du zum Arbeitsamt gehst, zur Bank, zum Investor, zur Förderbank oder auch zum Jobcenter, alle wollen unterschiedliche Konzepte und Businesspläne haben. Aber letztendlich sollen sie überzeugen, deine Alleinstellungsmerkmale, deine Abgrenzungsmerkmale plausibel machen und auch klar machen, dass dein Finanzierungsprogramm schlüssig ist, vollständig ist und dass du auch die Mittel, die du beantragst, entweder verdient hast oder zurückzahlen kannst. Deshalb lade ich dich jetzt ein, Gebrauch zu machen von einem kostenlosen Erstgespräch. Aber denk dran, wenn dir das Video gefallen hat, es auch jetzt zu liken und den Kanal zu abonnieren. Und vergiss nicht, die Glocke auch zu betätigen, damit du für weitere Filme auch informiert wirst.